Hallo und einen schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Es ist wieder Samstag 11 Uhr und auf der Karte nebenbei auch 11.06 Uhr, passt ganz gut. Und da heißt es wieder, alte Liebe rostet nicht, mit meinem alten Freund und Kumpel Holger. Ich grüße dich, Holger. Hallo René, hallo zusammen. Ja, eine Woche Ausfall, aber ja. Wir haben das doch ganz gut hingekriegt, ne? Ging nun mal nicht und heute schlagen wir wieder los und heute gibt es ja zwei schöne Sachen. Ne? Jetzt gibt es erstmal die alte Liebe und heute Abend 20 Uhr, Leute, nicht vergessen, Livestream wollen wir machen. Genau so ist es. Von, ja? Ja, jetzt ruhig weiter. Ne? Jetzt. Nee, ich wollte sagen, von einer, ja, Map haben wir ja nicht verraten. Ne? Es gab ja auch einige im Discord, die da schon gerätselt haben. Wir sagen nicht, ob kalt oder warm. Genau. Es ist eine Special Map. Sagen wir mal so. Lasst euch überraschen, schaut rein, wird uns echt saumäßig freuen. Genau, das kann ich, da kann ich mich nur anschließen und ja, macht's publik. Sagt Freunden, die vielleicht auch gerne mal LS-Videos schauen, sie sollen mit reinschauen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Gute Chips, eine schöne körte Hülse und dann geht's los. 20 Uhr. Oh, können wir das jetzt gleich machen und lassen jetzt die Arbeit Arbeit sein hier? Nein. Schade. Auch wenn es ein guter Anlass war, dass die letzte Woche ausgefallen ist, aber wir müssen jetzt trotzdem irgendwie was machen, dass wieder es weitergeht hier. Na klar, hier macht uns ja keiner die Arbeit, ne? Der Sigi auch nicht. War der Sigi jetzt da oder war der nicht da? Vorhin habe ich ihn kurz gesehen. Jetzt ist er schon wieder weg, oder? Naja, der Typ. So, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute unser Maisfeld häckseln. Das ist ja nun in den letzten zwei Wochen kräftig gewachsen. Da hinten ja. Kommt der Garant durch die Hecke. Hier kommt er. Guck. Ja, ich habe Futter drin gemacht. Siehst du? Beuert, ah, na, die Nase funktioniert bei ihm. Ja, wir wollen Mais häckseln und wir haben dadurch festgestellt, dass wir wieder keine Häckselgutanhänger haben. Deswegen haben wir beim Händler unseres Vertrauens was bestellt und jetzt fahren wir hier mit den zwei grünen Ungeheuern dahin und holen mal die Anhänger ab, würde ich sagen. Wie ist das früher? Krawallzwerge, ne? Der eine auf jeden Fall. Ja. Wir nutzen es ja eh kaum, also. Ja, der ist auch echt zu laut, weil wenn ich den fahren würde oder du, man würde uns nicht sprechen hören. Das ist das Problem. Und jedes Mal Fahrzeuglautstärke runter, hoch, das ist blöd. Deswegen. Schade um den Startsound. Ja, auch vom Fahren her ist der eigentlich recht geil, ne? Tja, aber gut. Time to say goodbye. Genau. Das ist richtig. Time to say goodbye und ich komme mal hinterher gedüst. Aber der Händler hat gesagt, er hat irgendwie was Neues. Okay. Jetzt müssen wir mal überraschen. Schaltung hart. Naja, bei dem hier auch ein bisschen. Schauen wir doch mal, was wir da jetzt vorfinden. Kommst du vor wie so ein Fahranfänger hier. Ja, und der, den ich habe, der ist genauso. Du gehst vom Gas und der steht sofort. Da ist er schon. Ja, ich sehe auch was. Was ich aber noch sehe, haben wir jetzt plus ein so einen Anhänger, hatten wir nicht zwei bestellt? Nee. Eigentlich ein. Oh gut, na stimmt eigentlich. So. Also, es war schön mit euch. Genau, ach so. Aber, ja. Nur der räumt die dann schon weg, denke ich. Na gut, dann lass ihn gleich aus, nicht schon wieder anschmeißen. Lass aus, das Ding. So, also hier gucken wir erstmal nach dem Häckselgutanhänger.
Das sind ja diese, was uns verschiedene Zuschauer empfohlen hatten, glaube ich, ne? Diese zwei PTS, schieß mich weg, wie sie heißen. Ja. Die etwas kleiner sind, ne? Weil die Krone Emsland, da stimmt irgendwie das Größenverhältnis zu den kleinen Schleppern nicht so richtig. Wir werden so schauen, wie sie sich so bei der Arbeit tun, gucken. Mal gucken, ne? So. Aber jetzt gehen wir mal hier rüber gucken, da sehe ich was Schickes, was Schniekes. Oh. Tja, und zwar haben wir da einen John Deere 710, den uns ja Giants spendiert hat. Im Zuge der FarmCon war das, glaube ich, ne? Da weißt du mehr wie ich. Ich glaube ja, so. Ja gut, Konfigurationsmöglichkeiten genau eine, Breitreifen oder hier die normale Bereifung, die wir jetzt hier drauf haben. Und das war's. Ist ein bisschen dünne. Und wenn du dann siehst, was vom FBM Modding Team gekommen ist, der schöne alte Robust, den wir schon im 19er hatten, wo du dich dumm und dämlich konfigurieren kannst. Der hat, glaube ich, auch Simple IC, was wir, glaube ich, hier auf der Map noch gar nicht drauf haben. Ja, der schöne 900er. Ja, und der hat, das ist hier die aufgedrehte Variante, 145 Klamotten. Also mit dem, denke ich, kann man schon ordentlich die Butter vom Brot ziehen, ne? Oh, mal Schmeiß schauen. doch mal an das Ding hier. Mal sehen, wie der klingt. Gute Ding. Ja. Und vor allen Dingen mal eine vernünftige Hupe. Eben. Der klingt eigentlich wie im LS19. Wo ich aber der Meinung war, dass im LS19, glaube ich, der Startvorgang etwas anders war, oder? Kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber so dieses schöne Dieselnageln, das hat er eben behalten. Also schönes Ding. So, komm, jetzt schmeiße ich mal den anderen an, mal sehen, wie der klingt. Wir haben die Dinger wirklich auch noch nicht getestet. Wir haben sie einfach nur drauf gemacht und jetzt gekauft. Genau. Also klingt super schön. Ja. Hässliche Hupe. Das meine ich damit, ne? Das ist dann der Unterschied, ne? Sag ich mal, ne? Schade. Eigentlich gut, meinen wir hupen relativ wenig, aber ist doch ein bisschen schade. Ja. Und der Sound, ja, halt LS Standard-Sound, ne? Sag ich jetzt mal. Naja, gut, aber wir wollen nicht meckern. Ich bin ja schon mal froh, dass Giants sich da auch mal hingesetzt hat und mal was Altes rausgebracht hat. Na. Von mir aus könnten sie weitermachen damit, ich meine. Ja, Anbaugeräte. Ich weiß nicht, ob Zum du das im Beispiel. Discord gelesen hattest. Nein. Der Chris hatte da auch mal, da hatten wir eine kleine Konversation und da ging es ihm auch darum, er wünschte sich auch jetzt Anbaugeräte, Mähbalken, ach, irgendwas halt noch. Ne? Schöne alte Dinge. Ja. So, gut. Soll ich den Anhänger nehmen oder möchtest du den nehmen? Mir ist das gehupft wie gesprungen. Kannst du gerne machen. Kannst du ja mal gucken, ob der Kleine den gezogen kriegt. Ach, siehst du, ich habe gar nicht geguckt, wie viel PS der jetzt hat. Standard. Ich dachte, irgendwas um die 50. Sehen wir ja jetzt, ob das funktioniert. Aber ich möchte trotzdem mal eben kurz diese kurze Zeit nutzen und ganz lieben Dank sagen für die ganzen Glückwünsche von euch ja, zum gewordenen Opa. Also, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, muss ich sagen, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass da die Leute so viel Anteilnahme genommen haben. Und ja, schön. Ist immer wieder was Schönes, wenn neues Leben das Licht der Welt erblickt, ne? Genau. Und Leute, ich werde es genießen, glaubt's mir. Mach das. So, also optisch, ja gut, der ist jetzt ein bisschen hoch, weil Häckselgut, aber so schlecht passt er jetzt nicht da dran, finde ich. Nö. Ne? Nö, alles gut eigentlich. Na gut, dann lass uns mal zum Hof düsen. Den Häcksler flott machen. Genau. Und dann fahren wir raus aufs Feld. Du hast Vorfahrt, wenn du Oha. möchtest.
Dankeschön. Achso, den musst du auch selber schalten, oder? Ja, den kannst du selber schalten. Ja, zwei Schleppe abgegeben, zwei neue wieder gekauft. Richtig. Uiuiui, jetzt hätte ich fast das Schild mitgenommen. Oh, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, oder? Schild. Schade, ob ich neuen Schlepper bringt. Ja, eben. Ja, aber wolltest du mit dem kleinen süßen John Deere den Hexagon-Anhänger ziehen? Nö, wir können schon den guten Hanomag nehmen. Ja. Hätte ich überlegt, wenn der voll ist. Weißt du? Achso, guck mal, ob der hinten abgebar ist. Das kannst du jetzt mal sehen. Mach ich gleich, ne? Ja. Ich muss das bloß noch mal kurz anhalten, Holger, hier. Ich muss noch mal auf die Toilette. Du kannst der 1-2 vielleicht mal den Anhänger umkoppeln. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Bis gleich. Oh, so, jetzt ist mir wohler. Das hätte ich nicht durchgehalten die ganze Zeit. Na, Siggi, hast du irgendwas gefunden? Na, guck schön bei den Hühnern drüben. Wegen Fuchs und so, weißt schon. Hast du schwache Blase oder was? Ja, irgendwie zu viel Kaffee oder was heute früh. Hätte ich jetzt nie durchgehalten. Nee, guck mal bitte, ob man den hinten abkippen kann, weil das wäre ja eigentlich zum Vorteil. Ne? Ja, dann gucken wir doch mal. Machen wir mal F1-Helfer an. Abkippseite hin. Das sieht doch schon mal gut aus. Warte mal. Schon mal ein bisschen weiter wegzoomen. Ja, sehr schön. Gut, geht ein bisschen schneller, ne? Aber. Naja, gut. Aber hat den Vorteil im Silo, ne? Dass wir dort das breiter kippen können. Und du hast dann nie so einen scharfen Schwatz, sag ich mal. So eine scharfe Kante zum Verdichten, denke ich, ist besser. Ja gut, dann nehme ich mir den kleinen grünen Frosch hier und komme mit dem Hexler wieder zurück. Okay, dann mache ich mal langsam hier mich auch auf zum Acker. Ich will das noch ein bisschen was das Silo reinkriegen. Also der Sound ist schon sehr schön. Stimmt, ich gebe dir recht. Mir kommt es jetzt auch gerade in der Innenperspektive etwas leiser vor. Aber ist nicht schlimm, das ist angenehm. Ja, ich meine, er war ja, also im 19er war er ja schon relativ. Also, mehr ist der ja selber, also in den Folgen. Also der Robust jetzt, ne? Ah, war das der Robust? Wir hatten doch noch diesen dunkelblauen, wo du mich mal, glaube ich, überrascht hattest damit. Ich dachte, der war lauter. Wie hieß denn der? Das war kein Robust, sondern... I don't know. Da fällt mir jetzt gerade auch leider nicht ein. Stimmt doch, das war der Dunkle. Und der Dunkle war ich der Meinung, der war so extrem laut. Der klingt halt so schön heiser hier, ne? Das ist... So, der Mais, der steht prächtig. Der Mais ist heiß. Ja. Naja, da würde sich, denke ich, dieses Jahr so mancher Landwirt freuen, weil wenn man so draußen rumfährt, ich habe auch Maisfelder gesehen, hoi. Der ist jetzt gerade mal so knapp kniehoch gewesen. Und ich glaube, der sollte doch schon ein bisschen weiter sein, ne? Im fast August. Oh. Weiß ich nicht. Tja, wie machen wir denn das, die erste Runde? Vielleicht wäre es doch besser. Gerade hier sehe ich Bäume zwischen Feld 4 und 5. Spuckt der Häcksler das drüber weg oder wollen wir den Anhänger an den Häcksler hängen, zumindest fürs Vorgewende. Ja, wir könnten es ja erst ausprobieren, wenn es nicht funktioniert. Ich komme gleich mal rüber. Ja, ja.
könnte ja jetzt sagen, ich könnte weiter ein Elferbier trinken. Würde ja sogar wunderbar ranpassen. Ich gehe mal gucken, was die Nachbarn hier angebaut haben. Kartoffeln, die sehen gut aus. Aber die sind noch nicht fertig, oder? Nee. Die blühen noch nicht mal. Oh, da kommt er schon mit dem gelben Ungeheuer. Ich würde vielleicht doch denken, wir machen erstmal schön sachte mit, was weiß ich, 5, 6 km/h. Ja. Ach, du meinst hier linke Seite hier, das meinst du? Ja, das sieht so ein bisschen... Da wird der nicht durchwerfen, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir es mal probieren? Ja, komm, wir testen es einfach mal. Machen 5 km/h, habe ich jetzt eingestellt. Ich schieb mal ein Stück zurück. Uiuiui. Der Häcksler hat auch schon mal bessere Zeiten hinter sich, ja? Mit Waschen und so. So. War der nicht mal mehr gelb? Geht. Geht. Also 6, ne, habe ich jetzt eingestellt. Ich habe 5, aber... Ne, 7 habe ich. Warte mal, halt. Lass 6. Ich bin ja jetzt bloß ein bisschen hinten reingerauscht, weil ich dummerweise auf 7 gestellt hatte. Ja gut, es fliegt halt durch die... durch den Holzaufbau durch, aber das sehen wir einfach nicht. Das geht, ne? Funktioniert. Und ich habe sogar, sag ich jetzt mal, 1,5 Meter Luft zu dir. Und der schmeißt das auch schön hinten an die hintere Bordwand, ne? So wie es jetzt auch im wahren Leben wäre. Feine Sache. Achso, ja gut, mal gucken, wo ich jetzt habe. Weißt du, wie viel da reingehen? Oh, ich glaube, was um die 18.000 Liter oder so. Also ich habe jetzt 35%, 6,6 sind drin. Was ist? Ja, ich würde neu ansetzen, du ja auch, ne? Vorsicht. Ja. Ich zieh mal eine Schleife hier. Also du merkst den Anhänger gar nicht, ne? Also 145 PS. Da geht schon was. So. Ready? Los geht's. Ich komme zwar schon ein bisschen eingequetscht vor im Sandwich da, ne? So. Das ist aber, wo ich sage, immer wieder das Schöne, ne, an dem Ort, dass das so funktioniert, ne, dass man es so darstellen kann. Quasi, ne. Das ist ja öfters das Problem, ne, bei den Standard-Häckslern gewesen, im 19er, im 17er, auch im 22er, dass die einfach nicht über den Trecker drüber weggespuckt haben. So, was habe ich denn? 58%, da geht noch was. Komm, nimm mal eine Schleife. Na, muss ich über unsere Wiese fahren, nützt ja nichts. Boah, das kann die Wiese ab. Da geht. Ab geht's. Ja, heute Abend bleibst du. Ich freue mich wie Bolle. Ich mich auch und ich bin vor allen Dingen auf die Reaktionen gespannt. Wir haben ja gesagt, wenn ich mich noch recht erinnere, so fast Originalton ist was, was wir so noch nicht gemacht haben. Genau. Ja. Das stimmt. Und ja, weiter gehen wir auch gar nicht auf das Thema ein. Nicht, dass wir uns neu um Kopf und Kragen reden hier. Nein, aber... Ne?
jetzt abgesehen, was wir da gemacht haben, aber auch auf den Livestream freue ich mich. Das auch, sowieso. Mal wieder live, mal wieder mit den Zuschauern da interagieren im Chat. Da freue ich mich auch drauf, ganz sehr sogar. Und wir haben ja Glück, es ist ja nicht so warm diesmal. Bei uns soll es eigentlich sogar relativ regnerisch werden das Wochenende. Gewitter. So. Ich habe jetzt, wenn wir durch sind, ich habe jetzt 93% drin. Ich würde sagen, ich fahre mal ab. Genau. Ich denke, zweimal fahren wir rum, oder? Würde ich vorschlagen, ne? Bei der runden Vorgewende, ja, das müsste man. So, jetzt machen wir hier über diese Berg- und Talpiste. Man will sachte machen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ja, wie schnell fahren wir denn mit durchs Silo. Das Silo ist nicht lang und es ist relativ viel drin im Anhänger. 2 km/h, 3. Mal probieren. Also wir sind, soweit ich mich erinnern kann, mit dem anderen Anhänger, glaube ich, 4 durchgefahren. Aber das wäre jetzt zu schnell. Ja, weil ja deutlich mehr drin ist. Ne? Das sind ja jetzt immerhin 17.000 und zerdrückte drin. Wir probieren es einfach aus. Genau. Das bisschen, was drin ist, hatten wir ja schon verdichtet. Von daher würde ich mir dann zutrauen, zwei Anhänger hier reinzukippen und dann was zu verdichten. Weil das würde von der Breite her auch ganz gut passen, ne? Genau, weil das müsste normalerweise, jedoch doch, das hat mir 100% gemacht. Das ist bei 100%, so. Gut, dann fangen wir mal an. Und kippen mal raus das Zeug. Hm, 3 km/h, mal gucken. 40%, ich glaube, das ist eine gute Zahl, Holger. Ja. Um nicht zu sagen, eigentlich eine perfekte Zahl. Wenn du genau an der Kante vorne anfängst zu kippen, bist du auch mit einem Meter vor der Kante wieder fertig. Ja, sehr schön. So, machen wir wieder die 6 km/h rein und ich komme wieder raus zum Acker. Ja, ich denke, wir könnten 6, willst du 6 bleiben, oder? Ja, jetzt erstmal rundherum, oder? Wir können auch nur 1, 2 zulegen. Aber wir haben ja Zeit. Genau. Die Uhr ist abgehangen. Gott sei Dank. Oh, jetzt hab ich einen Bambi erwischt hier. Hey, Rehbraten. Ah, es fällt nicht aus, so viel wieder rumrennen bei uns. Das ist irre, ne? Wie viel das sind. Jo. Auch so von der Fahrphysik, die Anhänger, die schmiegen sich schön an den Untergrund an. Also ich muss sagen. Nicht schlecht. Also, was stellen wir jetzt ein? 7 oder so? Geben wir mal einen dazu. Machen wir so. So, jetzt könnte ich ja quasi nebenher fahren. 7 km/h sind eingestellt. Okay, dann geht's los. Nun los geht's. Ja, das ist entspanntes Samstagfahren hier. Samstag häckseln. Genau. Obwohl ich sagen muss, dass er seitlich nicht so schön schmeißt. Naja, spuckt da ab und zu mal ein bisschen drüber, ne? Aber das probieren wir dann mal aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht ein Stück weiter weg muss. Oder näher ran. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob oben der Trichter mit. Doch, der müsste sich ja nicht mit bewegen. Ne? Trichter? Naja, ob das alles so durchanimiert ist, bin ich mir nicht sicher, Holger.
Wir probieren das jetzt mal ein bisschen durch. Haben wir denn hier schon Platz? Nicht, dass ich, wenn ich von vorne gucke, gegen einen Baum fahre. Nee, nee, da kommt nur so ein Busch, aber das ist ja nicht so wild. Aber jetzt sieht es ja erstmal nicht schlecht aus. Einmal durchs dichte Fichtendickicht. Es waren zwar keine Fichten, aber bevor da wieder einer sagt, hallo, was war das für ein Baum? Es war ein Dickicht. Es war auf jeden Fall Dickicht. Ein Gräbach-Dickicht. Irgendein Gräbach-Gewächs. Aber jetzt macht er komplett konstant seine Arbeit hier. Ja. Ich würde sagen, eine schlepperbreite Abstand zwischen uns wäre perfekt so. Guck mal, wie weit der Häcksler den Anhänger erkennt, ne? Ja, das ist schön. Naja, also, schöne Mods. Zwei schöne neue Schlepper dazu gekriegt. Anhänger passt, also so soll es sein. Ich ja auch, das war ja auch so ein Ding, diese Woche dann ja mal erfahren, wie klein die Welt eigentlich sein kann. Ja, stimmt. Erzähl mal die Geschichte, genau. Grüße sind auf jeden Fall jetzt mal raus an Astra 85. Ja, es hat sich so rauskristallisiert, dass er eigentlich ein, ja, kann man so sagen, so Nachbar von mir ist. Der wohnt quasi irgendwo 10 Minuten von mir entfernt. Ein blöden Zufall, also das ist verrückt. Verrückt, ja. Also das ja. Ist echt verrückt, ne? Ja. So, kommen wir noch bis vor. Mal gucken. Nee, das werde ich nicht schaffen, Holger. 95% habe ich. Ja, ich habe keine, gibt ja noch keine Angaben. 98, 99, halt an. Okay. So. Haben wir aber einen ordentlichen Berg drauf gemacht, ja? Ja. Ja, also da habe ich mich auch gewundert, also wie wir dann angefangen haben zu schreiben und so, weil er sagte, er käme auch aus dem Oberbergischen. Das war schon sehr interessant. Und da sind wir wieder dort, was ich schon mehrmals gesagt habe, der LS, der verbindet irgendwie, ne? Ich meine, ja. Discord, das sind jetzt alles solche schönen neuen Medien, wo man Leute kennenlernen kann. Darüber haben wir auch wir uns kennengelernt. Ne? Du hast ja auch Videos geschaut. Richtig. Und dann irgendwann in Discord gekommen und und. Also ich finde das nach wie vor schön. Und woher haben wir überall schon Zuschauer? Ne? Wir haben ja einen gebürtigen Österreicher, der Sergeant USA. Auch mal Grüße an dieser Stelle an dich, der in die USA ausgewandert ist. Und dort eine Farm betreibt mit seiner Frau, war das richtig? Ja, ne? Ja, seine Frau war wohl Amerikanerin und genau so war das. Ja. Ja, also ich kann es immer noch wieder sagen, also wir haben eine sehr, sehr gute und verbreitete Community. Und auch im Discord immer fleißig am Schreiben. Sehr schön. Weißt du, was ich jetzt mache, Holger? Ich fahre erstmal mit der ganzen Fuhre hier drüber. Da kann er mal seine 145 PS ausspielen hier. Der Kollege. Und dann drehe ich rum und kipp ab. Genau. Und ganz, ganz liebe Grüße geht natürlich auch unsere Alex noch raus. Ne? Ich will auch nicht vergessen. Ja. Stichwort Alex. Muss ich dir, die hat mich im Discord angeschrieben, gerade heute am Donnerstag, wo wir es aufnehmen, ne, hat sie mich privat angeschrieben und sie hat geschimpft mit mir. Oh. Aber natürlich nur im Spaß. Okay. Weil wir am Samstag Livestream machen und am Samstag wird aus Dresden, wo jedes Jahr ja immer die Kaisermania, also das Konzert mit Roland Kaiser stattfindet, übertragen. Ja,
Und den magst du halt anscheinend doch ganz sehr. Und sagt so, und ihr macht da Livestream. Ja. Ja, entweder nimmst du dann den Herrn Roland Kaiser auf oder guck den Livestream später. Ja. Das will sie versuchen, genau. Nein, sie hat mir aber geschrieben, der Jörg will auf jeden Fall zuschauen. Und ja, wie gesagt, alles nur Spaß, ne? War nichts Ernstes, aber ich habe schon erstmal nicht schlecht geguckt, wo sie schrieb, ich muss erstmal mit dir schimpfen. Oh, oh. Naja, es gibt für alles eine Möglichkeit, ne? Eine Lösung, so. Ach, na klar. Wie gesagt, den Stream, den kann man sich noch hinterher anschauen. Klar, live dabei sein, mitschreiben und so ist natürlich schöner. Oder eben, sie nimmt das Konzert auf. Ich denke, die kriegt das schon hin. Oder, Alex? Packste. Denke ich auch. So. Was denkst du denn? Wollen wir mal die Fahrzeuge tauschen? Einfach auch, dass die Leute ein bisschen Abwechslung zu sehen kriegen. Und du willst ja vielleicht auch mal mit dem guten Hanomag hier eine Runde drehen? So, ja, können wir gerne machen, ja. Wir können ja ein bisschen hin und her tauschen, immer alle zwei Anhänger oder so. Dann zum Schluss drauf sitzen, muss waschen. Ja, müssen alles beides waschen. Das ist eigentlich ziemlich egal, sag ich jetzt mal. So, ich drehe mal die Kiste noch um. Roland Kaiser. Ja, der ist ja auch mittlerweile schon, ne? Glaube ich, ganz schön in die Jahre gekommen, denke ich. Ich glaube, der ist 70, ne? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist 70, Holger. Naja, gut. Wie soll ich sagen? So ewig wird er keine Konzerte mehr geben. Sag mal, wie komme ich denn jetzt in den Häcksler rein? Habe ich das hier zu... Ach du Elend. Dankeschön. Der dicke Bauch. So, wir schmeißen an. Boah. Der brüllt sich hier auch die Seele aus dem Leib. Und los geht's. Ich meine, gut, vom Altwerden sind wir alle nicht gefeit, ne? Das ist ja so, ne? Aber ich wusste gar nicht, also bin ich ganz ehrlich, um Gottes Willen, ich will jetzt kein Kaiser-Fan auf die Füße treten oder so. Aber ich habe gedacht, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er noch bezahlt. Doch, doch. Naja, hat jetzt auch wie viele andere durch Corona natürlich auch 2 Jahre nichts machen können. Aber diese sogenannte Kaisermania halt in Dresden, die war dann schon Kult immer. Ne? Das ist ein Riesenkonzert am Elbufer. Und das sind Tausende immer dort gewesen. Und auch jung, alt, querbeet durch alle Altersgruppen. Okay. Ja gut, ich meine, die verschiedenen Altersgruppen, die hat er ja eigentlich schon immer eigentlich so ein bisschen angezogen. Ne? So. Weil er hat ja auch zwischendurch so ein bisschen so, wie soll ich das sagen, so seinen Musikstil, so seinen Rhythmusstil ja auch so ein bisschen angepasst, ne? Das andere nicht gemacht. Ja. Sehe ich gerade, dass ich die Tür auf habe. Wie macht man die denn zu hier bei dem Ding? Mit der Maus. Mit der Maus? Dann nehmen wir doch mal die Maus. Linke, rechte. Ja, kannst durch beide Türen laufen. Nee, das ist mir ja zu laut und zu schmutzig. Deswegen will ich sie gern zuhaben. So, los geht's. Was ist denn jetzt mit dem Häcksler hier? Anfahrschwäche. Wollen wir jetzt weiter rumfahren? Ja, ist eigentlich egal. Ne? Ja. Es macht eigentlich, ja, keinen großen Unterschied. Sicherlich, der Ökonom würde wieder sagen, um Gottes Willen, die Leerfahrten. Aber, mein Gott, wir haben Zeit. Wie sagen wir schön, das ist uns wurscht. Das ist uns wurscht, genau. Leberwurscht.
Mir wurscht. Ja, dann hat der Micha, glaube ich, geschrieben, weil ich wusste jetzt ja gar nicht, wie diese komischen Dinger da, diese Blühstreifen, genau, das war's. Dankeschön nochmal dafür, weil ich ja gesagt habe, die machen das hier bei uns im Bergischen Land jetzt, oder sind die zu verpflichtet? Und er hatte das, glaube ich, auch geschrieben, dass es wohl europaweit irgendwie so Pflicht wäre, jetzt zu machen. Okay. Und was ich rausgefunden habe, noch durch ein Gespräch mit einem Landwirt, dass die wohl jetzt hier so als, hatte ich das schon erzählt? Nee, ich glaube, ich hatte nur die erzählt. Dass die hier als Zwischenfrucht jetzt hier bei uns Kichererbsen grillen. Ja. Ich habe ja schon mehrmals erzählt, ne, dass ich diesen Landwirt in MV, den Hannes, auch ganz gerne mal verfolge. Warum fährt denn der jetzt so schnell hier, der Kollege? Weiß ich. Und der hat dieses Jahr auch, ja, also es ist ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke mal, die realen Landwirte kennen ihn fast alle. Und der hat auch alles Mögliche. Kichererbsen, Industriehanf dieses Jahr angebaut. Was war es denn noch? Der hat gerade jetzt das letzte Video. Unheimlich viel verschiedene Sachen da, was er probiert hat. Vieles ist gut gegangen, vieles nicht so gut. Ja, der ist halt auch viel am Probieren, ne? So, am Ende der Bahn würde ich dann abfahren. Alles klar. Ja, aber das hatte mich gewundert, weil, wie gesagt, das habe ich noch gar nicht so gehört. Und er sprach wohl davon, weil, wie gesagt, bei uns ist es ja hier so, dass viele kleine Bauern sich ja, oder Landwirte sich ja untereinander helfen hier bei uns, weil es gibt hier keine großen wie bei euch jetzt in der Region. Und die wollten das wohl testen, wohl mit Kichererbsen. So ist mir gesagt worden. Naja, also das machen viele. Naja, ich denke ja auch gerade die Trockenheit, ne, dieses Jahr, das ist ja nun schon sehr extrem. Ich denke, man muss sich einfach umstellen und Pflanzen vielleicht anbauen, die weniger Wasser brauchen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal, an den trockenen Sommern wird sich so, denke ich, nicht großartig was ändern. Das wird wohl so bleiben. Ich denke auch. Es ist ja genauso, dass sie sich hier bei uns mit dem Borkenkäfer so Gedanken machen. Sag ich mal, was kann ich wieder aufforsten? Sag ich mal, dass das nicht so gerade von den Borkenkäfern befallen wird. Ist ja genau so ein Thema. Richtig. Mhm. Jetzt habe ich auch was dieser Tage in der Zeitung gelesen. Irgendeine spanische kleinere Nacktschneckenart breitet sich jetzt hier aus. Okay. Das ist alles verrücktes Zeug, ne? Und Spanien ist ja eigentlich schon, denke ich mal, ein Land, wo es immer schon wärmer war wie in Deutschland. Und die Viecher können das anscheinend ganz gut ab, die Wärme. Und jetzt ist es in Deutschland warm, da sagen die, machen wir mal los. Gucken wir uns mal Old Germany an. Ja, da wandern wir mal kurz aus und dann, ja. Na, mal kurz bei einer Schnecke, hm. Ja. Ja, keine Ahnung, wie die dann hier rübergekommen sind, aber bestimmt auch mit irgendwelchen Transporten von Lebensmitteln oder, ach, keine Ahnung was. Die kleben sich da irgendwo dran und dann fahren die mit. Richtig. Ja, aber ist doch schön, was du da auch wieder alles so rausgefunden hast und das ist eben das Schöne, ne? Da wir ja doch viele reale Landwirte haben, zu denen wir Kontakt haben, die uns da mit Tipps und Tricks versorgen. Und ich hatte dir ja noch gar nicht erzählt, ne? Ich hatte ja letzte Woche Montag einen, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, einen der schönsten Tage in meinem Leben. Und zwar war ich da im Bördeland, in der Magdeburger Börde, beim Campi. Im realen Leben heißt er Philipp und ist dort Landwirt. Und er ist ja bei uns im Discord, er kommentiert ja auch immer fleißig die Videos. Und der hatte mich eingeladen, Mensch, du bist noch nie Trecker gefahren, da müssen wir doch mal was machen. Ja, und das haben wir dann ausgemacht.
geplant. Er hat natürlich auch mit seinem Chef reden müssen, ob das auch okay ist, wenn ich dort einfach mal einfalle. Und da bin ich Montag früh hier los, kurz vor 8 und war 10:30 auf dem Betrieb in Arbeitsklamotten und mit Verpflegung. Also richtig zum Arbeiten. Ich bin nicht bloß zum Zugucken oder was dahin gefahren. Ich habe gesagt, wenn ich komme, dann packe ich da auch mit an, wenn es nur der Mann ist. An und? Ja, und das war, wie gesagt, es war ein wunderschöner Tag. Es hatten sich zwar die Ereignisse ein bisschen überschlagen, der Chef hatte wieder andere Pläne. Eigentlich war geplant, dass wir von Anfang an Korn vom Feld abfahren. Aber dann hieß es, als ich angekommen war, nee, nimm mal den Hängerzug mit Kartoffeln und fahr den erstmal nach, ach, ich weiß den Ort nicht mehr. Es war ein ganzes Stück zu fahren. Ich glaube, es waren 45 Kilometer. Und ja, und da haben wir dann ein 27er Vario davor gespannt. Weiß nicht, Philipp, darf ich sagen? Die Hofschlampe wird er ja genannt. Aber das Ding, das war noch so gut wie neu. Ne? Also der hat kaum Stunden drauf gehabt. Ja, und da habe ich mich halt daneben erstmal gesetzt und dann sind wir mit den Kartoffeln dann losgeschippert. Und haben ganz viel uns unterhalten, ganz viel ja, Fachsimpelei. Er hat mir so viel erzählt. Ja, dann haben wir die Kartoffeln abgeladen. Das war jetzt auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hinfahren, abkippen, ne? So wie im LS. Nee, nee, so ein Anhänger abladen. Kannst du rechnen, Holger, 20 Minuten ungefähr. Weil du kippst den auf so ein breites Förderband, wie es auch hier im Spiel ist, zu diesem Förderbandsystem gibt. Und da schließen sich verschiedene andere Bänder an. Siebbänder, wo Steine abgeschieden werden, der Dreck abgeschieden wird. Und dann geht das über diese Bandanlage rein in eine große Halle und dort werden die dann gesäubert, verpackt, keine Ahnung was. Da drinnen waren wir nicht. Und ja, und damit ging es los. Haben wir die beiden Anhänger dort abgekippt. Dann kriegst du auch den Dreck wieder mit, ne? Da war ich auch ganz baff. Das ist alles, was von den Siebbändern abgeschieden wird, Dreck, Steine und so, das fällt in eine Kiste. Da fahren die dann zum Schluss mit dem Radlader ran, mit dem Gabelstapler, Entschuldigung. Kiste hoch, dann wird die gedreht und dann kippen sie dir das wieder auf den Anhänger. Dann fährst du über die Waage, weil du hast ja den Dreck schon mitgehabt. Von daher beeinflusst das ja nicht negativ deine Tonnage an Kartoffeln jetzt. Das Gesamtgewicht, ja. Ja, warte mal, ich habe wieder das Problem, Mensch. Immer wenn ich lenke und beide Schultertasten drücke, verstelle ich einen Tempomat. Naja, jedenfalls haben wir das gemacht, dann waren wir wieder zurück. Ja, da waren wir ja gut. Wir waren noch gerade zur Mittagspause dort, kam natürlich noch erschwerend dazu. Waren wir gut 3 Stunden fast unterwegs. Und dann hieß es raus auf dem Acker zu den Mähdreschern und Korn abfahren. Naja. Und da hat er mir dann gesagt, so auf dem Hof, jetzt willst doch du mal fahren. Naja, kurze Einweisung. Und was soll ich sagen? Also so ein Trecker mit Vario-Getriebe fahren ist eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Ne? Da hast du einen Fahrhebel, da hast hinten eine Wippe. Die drückst die Wippe, schiebst nach vorne, dann weiß das Getriebe, okay, der will vorwärts fahren. Oder drückst nach hinten, dann weiß es, okay, er will rückwärts fahren. So, ich fahr ab eben. Okay. Okay. Ja, und dann sind wir raus. Ich das erste Mal hinterm Lenkrad eines Traktors gesessen. Ne? Und wenn man davor steht, ist selbst so ein 27er, also für mich kam er schon sehr groß rüber, obwohl es ja ein kleiner Schlepper ist. 200 PS. Ne? Und der hatte noch eine Spurverbreiterung drin, also der stand ziemlich breitbeinig da. Hatten sie gemacht wegen Kartoffeldämmen. Dass der dort nicht auf den Dämmen fährt, sondern drin, zwischendrin halt. Ne? Ja, und dann sind wir raus auf dem Acker. Anhängerzug angekoppelt und da waren 2 Drescher dort draußen. Klaas Lexion und ein Kollege mit dem Überladewagen und einem 8R. Und an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Philipp, dass du das erstmal ermöglicht hast und aber auch an deine netten Kollegen, an deinen Chef, an den Dani, an den Nico. Sag denen mal ganz liebe Grüße.
War so ein geiler Tag. Naja, und wie gesagt, standen noch mehr Anhängerzüge dort und dann bin ich jetzt dem 8R mitgefahren. Überladewagen. Auch schön. Ist natürlich vom Fahren her eine ganz andere Liga, ne? Weil der länger ist, größer, schwerer. Der fährt natürlich was sanfter. Also wenn du mit dem kleinen Vario, ich hatte es beim ersten Mal natürlich auch noch nie so raus, den Bogen ein bisschen zügig, sag ich jetzt mal, vom Feldweg auf dem Acker. Und da war so eine von der Winterfurche noch eine Furche. Da hat es uns auch drin herumgeschüttelt. Huiuiui. Okay. Ja. Klingt ja bis jetzt erstmal spannend. Erzähl mal weiter. Ich muss mal eben kurz einmal mit dem Radlader hier drüber. Mach, genau. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, haben wir die Drescher dort immer abgebunkert. Rein in die Anhänger. Und dann sind wir mit dem ersten Zug los, wieder zum Betrieb, auf die Waage, Probe genommen, hier mit so einem, ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff, so ein langes Rohr, wo du bis runter auf den Boden vom Anhänger, ne, dass du aus jeder Schicht, sag mal jetzt, ein paar Körner hast. Da wird ja dann Stärke geheilt und ach, was weiß ich, Feuchte und alles Mögliche wird dann rausgefunden. Und dann kannst du eben dort exakt sagen, wie viel Tonnen pro Hektar du runtergeholt hast. Das, was der Drescher anzeigt, ist wahrscheinlich nicht ganz so 100% bindend. Okay. Ja, so, und dann sind wir von der Waage runter in das Silo. Ins Silo gefahren oder in die Getreidehalle. Und das war für mich auch ein Riesenklopper. Du musst dir vorstellen, Holger, in die Halle gehen 4000 Liter Weizen rein. 4000 Tonnen, sorry, nicht Liter. So, die war halb voll. Was das für eine Menge Getreide ist, das ist irre. Und auch dort wieder das Abkippen, ne, auf so eine Gosse, sagen die Jungs dazu. Also so ein Gitter halt, da ist unten so ein Schneckenförderer drin und der braucht halt seine Zeit. Wenn du oben auf dem Gitter noch Getreide liegen siehst, musst du warten. Erst wenn das weg ist, dann kippst du ab und dann wird das über Schneckenförderer in diese Halle rein. Und von oben verteilt. Ja. Ja, also war das dann auch dort. Ich habe mir das alles hektischer vorgestellt, weißt du, das zur anderen Zeit rein, abkippen. Nee, also das, wenn du noch einen vor dir hast, der dort an der Getreidehalle zum Beispiel abkippt, kann es aber passieren, dass du mal eine halbe Stunde stehen musst, ehe du abkippen kannst. Also, gut, also noch mit Wartezeiten. Ist mit Wartezeit, ne? Deswegen auch mehrere Abfahrgespanne. Das waren wohl insgesamt, ich müsste jetzt lügen, aber 3, 4 Kollegen dort mit ihren Schleppern, die sich dann irgendwo so einen vollen Zug geschnappt haben und haben den gefahren. Du musstest auch ein Stückchen fahren bis ins nächste Dorf. Waren ein paar Kilometerchen. Naja, und dann war Abendbrotzeit. Hat der Chef dort Schnitten rausgebracht, die da auch eine Frau, ich glaube es war die Frau von einem Mitarbeiter dort, die Schnitten schmiert, in Alufolie einpackt, schön mit Käse und Leberwurst oder was auch immer, frisches Brot. Und dann wurde auf dem Feld Abendbrot gemacht. Und dann kam mein absolutes Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sagte der Philipp zu mir, jetzt kannst du mal beim Nico auf dem Drescher mitfahren. Naja, und dann sind wir rein in den Glas. Lexion 770 mit 11 Meter Schneidwerk, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ein Stück mitgefahren und dann sagt er auf einmal, jetzt fährst du mal. Ich sag, wie jetzt? Na klar. Und wie soll ich sagen? Es ist, du, zum Drescherfahren brauchst du schon mal gar keine Füße, ne? Machst du alles mit dem Fahrhebel. Mhm. Aber das war ein Gefühl, man sagte ja auch zu DDR-Zeiten zu den Drescherfahrern die Erntekapitäne. Also ich habe mich da schon auch so ein bisschen wie ein Captain auf der Brücke von irgendeinem Dampfer gefühlt. Ja. Ja, und er hat mir dann immer gesagt, die Haspel ein Stück höher, Haspel ein Stück runter. Du musst das immer anpassen an, ja, wie hoch das ist, das Getreide, dass du eben schön die Ähren, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, ne? Philipp, nicht schimpfen, wenn ich jetzt Shit erzähle, aber dass du die Ähren so quasi nach hinten kämmst, dass die auf den Tisch fallen und eben die Körner, die rausfallen, nicht auf dem Feld liegen bleiben, sondern alles möglichst rein und gleich weg. So. Naja, und da habe ich 2 Stunden lang mit dem Ding da.
arbeiten dürfen. Also das war mein absolutes Highlight. Obwohl der ganze Tag bestand eigentlich nur aus Highlights. Und eben hat man auch gesehen, es war der Weizenstandort ziemlich hoch. Es war sehr, sehr viel Stroh. Also das, was wir am LS machen hier, das kannst du alles vergessen. Also wir sind dort mit 3,5 bis maximal 4 km/h gefahren. Er hat mir das so erklärt, wenn du schneller fährst, kriegst du das dann nicht richtig ausgedroschen alles. Okay. Weil er ja das ganze Stroh ja auch mit durcharbeiten muss. Also sind quasi die 10 km/h im Spiel, die sind viel, viel zu schnell. Jenseits von Gut und Böse, würde ich sagen. Also, was ich mal gesehen habe, oder in dem Video, ich glaube so 7 ist, denke ich, so das Maximum. Aber da ist wahrscheinlich dann auch nicht viel Ertrag. Ja, 3,5 und der Drescher hatte auch kein GPS. Der war auch noch 3 Jahre alt oder so, wenn ich es noch mir gemerkt hatte. Weil das mit den anderen Dreschern nicht zusammenpasst. Denn die anderen beiden Lexion, die haben 9 Meter Schneidwerk. Ja, und da kommst du ja mit dem GPS-Kurs nicht hin. Ne? Die hatten halt so eine Lenkeinrichtung am Schneidwerk vorne dran, links. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt. Aber das funktioniert genauso. Du fährst rein in den Bestand und dann, sobald du angeschnitten hast, sagen wir mal, drückst du auf eine Taste am Vorhebel, wie bei uns beim GPS, und dann tastet sich der Drescher an der Kante lang. Aber nicht automatisch? Doch, brauchst dann nichts mehr lenken. Du kannst nur noch die Geschwindigkeit beeinflussen. Okay. Du könntest das, denke ich, auch alles automatisch machen lassen, ne? Dass der Drescher dir das berechnet. Aber ich glaube, er hatte mir das so erklärt, dass er das bei so doch, ja, wie soll ich es jetzt sagen, höherem oder dichterem Bestand lieber von Hand fährt. Ja, aber du siehst ja in den Videos immer, dass die immer eigentlich, ja, wie soll ich jetzt sagen, immer nach vorne gebeugt, immer eigentlich vorne runter gucken und sich da immer irgendwas am machen. Das ist genau richtig. Das war auch meins, was mir auffiel. Und das ist das, wo er mir eben so oft in der Bahn gesagt hat, nimm mal die Haspel ein Stück höher, nimm sie mal ein Stück tiefer. Also das ist, hätte ich nie gedacht, sehr, sehr wichtig. Weil du damit eben, wie gesagt, beeinflusst, wie sage ich das jetzt mal ganz salopp, ja, wie die Halme, die abgeschnittenen Getreidehalme dann in das Schneidwerk reinfallen, auf den Tisch. Wenn die nach vorne wegfallen, hast du das Problem, dass du eben Körner wahrscheinlich verlierst auf dem Feld. So. Also Verluste hast. Verluste hast, genau. Ja, ansonsten ist das Ding, ja, es ist eine mächtige Maschine. Ne? Du hast eine Rückfahrkamera dran, du hast eine noch speziell über der Hängekupplung, weil du siehst ja sonst nie, wie du den Schneidwerkswagen anhängen kannst. Da ist nochmal eine separate Kamera, dann hast du eine am Rohr dran, also beim Abtanken, wobei das hat so gestaubt, da siehst du eigentlich gar nicht. Aber das Rohr macht das jetzt nicht automatisch, also das Rohr sieht jetzt auch automatisch da den Weg. Nein. Du drückst einfach, wenn du siehst, der Abfahrer ist neben dir, ist eine Taste, schwenkst das Rohr aus, so, und dann noch eine andere Taste und dann bunkerst du ab. Und was ich da auch als sehr, sehr spektakulär empfand, ich sag, wie viel kommt denn da raus in einer Minute? Wie viel? Er sagt, das wusste er nicht, er weiß bloß 120 Liter in der Sekunde. Fein weg, ja, okay. Also das, finde ich, ist schon heftig. In der Sekunde 120 Liter. Ich mach's mir immer die Vorstellung mit Wassereimern. Das sind 12 Eimer Wasser. Oder Wassereimer voll Getreide, sag ich jetzt mal. Das ist doch krass, oder? Stimmt, die Menge. Ja. Die Menge. Ja. Und was ich auch nicht gewusst habe, dass eigentlich, nicht wie wir das immer so im Spiel doch so machen, ne, soll jetzt nicht heißen, dass wir das ändern, um Gottes Willen, aber eigentlich bestimmt der Drescherfahrer, wie viel oder wie das Korn im Getreide verteilt wird, ne? Der fährt etwas langsamer, was schneller. Der Treckerfahrer, der Abfahrer fährt eigentlich eine konstante Geschwindigkeit. So hat es mir Nico erklärt. Wenn du siehst, der Anhänger ist vorne recht voll auf der Lenkachse, dann fährst du mit dem Drescher halt was langsamer und füllst den gleichmäßig.
Also okay, also nicht wie das. Ah, ja gut, wir machen es andersrum, genau. Wir machen es andersrum, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das waren so viele Dinge, so viele Eindrücke und so viel Wissen, was sie da, was sie auch alle haben, die Jungs, ne? Also das war schon gigantisch. Also, dass ich das erleben durfte, war wunderschön. Und ich kann da ja noch sagen, ich habe ja bald wieder die Chance, vielleicht was Cooles machen zu dürfen. Wenn ich dann im Urlaub bin, im August, dann besuche ich nämlich den Micha. Und der hat mir das, er war der allererste, der mir das angeboten hatte, in meinem Urlaub, weil das ist nicht zu weit zu fahren von unserem Urlaubsort, das sind so 90 Kilometer, dass ich auch ihn mal besuche und mal einen Tag ja, Erntehelfer spielen darf. Wobei Ernte wird schon dann fast durch sein, oder? So denke ich auch, aber ja, aber wer weiß, der Mais vielleicht noch. Na, weiß ich nicht, ob der schon so weit ist. Also generell ist mir aufgefallen, der Börde, die waren viel, viel weiter. Ne? Als ich dort war, wurde Weizen gedroschen. Bei mir hier in Sachsen, jetzt ist der Raps runter größtenteils. Jetzt fangen sie erstmal an mit dem Weizen. Also wisst ihr Bescheid, Leute. Wollt ihr den René schwitzen sehen? Ladet ihn ein. Geschwitzt habe ich gut, das gebe ich zu. Komm, wir tauschen nochmal die Rollen jetzt hier. Ja. Nicht, dass du immer verdichten musst, das kann ich auch mal machen. Ach, alles gut, aber... Ja, wie gesagt, klingt ja echt spannend. Also war es auch absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein wunderschöner Tag. Und man sieht auch erstmal dann, ja, was alles für Arbeit dahinter steckt. Nein, vor allen Dingen kann man da mal die Resonanz ziehen, sag ich mal, wie es im Real Life wirklich ist und im Spiel ist. Oder andersrum, inwieweit das Spiel umgesetzt ist gegenüber dem realen Anblick. Genau. Und das war auch ein Thema, was ich mich mit Philipp auf der langen Fahrt hier zum Kartoffelabladen da unterhalten habe. Also wir waren so beide der Meinung, ja, das Spiel, wir sind ungefähr so bei 80-85%, was das Spiel umsetzen kann. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, es sind natürlich die ganzen physikalischen Dinge von Ballen, von Stämmen, von losen Kartoffeln. Ne? Das sind ja doch irgendwo Planen bloß im Spiel. Ja, aber viele Dinge kann man wirklich gut nachvollziehen, nachspielen, sage ich jetzt mal. Er hat auch gesagt, der Philipp, er würde gerne mal mit uns spielen, aber ja, im Moment noch. Macht ihm sein Internet einen Strich durch die Rechnung, aber sie sind wohl am Ausbauen, wie er sagte, dass er bald irgendwann Glasfaser kriegt und dann wäre es mal cool, wenn wir mal zusammenspielen könnten. Denn er spielt auch in der Freizeit, die relativ knapp ist, jetzt sowieso gerne LS. So wie der Micha auch, ne? Der spielt ja auch ganz gerne, wenn er Zeit und Lust hat. Richtig. Ja gut, Erntezeit ist natürlich Stress. Ja. Na, nur mal so. Also ich bin dann um kurz vor 11, habe ich zum Philipp gesagt, bei der nächsten Tour wäre es schön, wenn du mich dann am Betrieb absetzen könntest. Und da kam aber dann sein Chef gleich und hat gesagt, ach nee, ich muss sowieso rein, ich nehme den gleich mit. Und da hat er mich mitgenommen. Also das fand ich auch sehr, sehr nett. Ja. Und die haben aber dann noch weitergemacht. Also sie haben wohl, ich glaube um 1 hatte ich ihm geschrieben, dass ich wieder zu Hause war in der Nacht. Und da hat er wohl geschrieben, dass er auch Feierabend gemacht hat. Also, ja, solange wie es trocken ist. Ne? Der Drescherfahrer, der Nico, hat mir gesagt, es gab auch schon Nächte, wo du hättest bis früh 4 oder so durchmachen können, theoretisch. Ja, die müssen das ja auch ausnutzen dann. Ne? Ja. Und da ist ja da Gott sei Dank, ich sag mal, nicht wie als Kraftfahrer da deine begrenzten Stunden da oben ablaufen, das ist ja auch in Ordnung so. Das Einzige, die Uhr, die abläuft, deine Müdigkeit, die dann irgendwann kommt. Die Konzentration. Das ist es, das ist es. Mhm. Sag mal, wenn du jetzt nicht sag mal, morgens um 8 Uhr anfängst, bis wenn. An der Morgen um 4 Uhr dazu gange, das ist schon, sind schon ein paar Stündchen.
Na gut, muss man aber fairerweise sagen, Holger, wenn gedroschen wird, vor 11 geht meistens nichts los, ne? Weil du ja dann doch irgendwo noch ein bisschen Tau drin hast. Ja, deswegen bist du aber trotzdem ja doch vorher auf der Firma und machst. Ja, du musst eher da sein, klar. Früh machen sie ja erstmal die Maschinen sauber. Ich würde jetzt mal abfahren, Holger. Ich habe 94%, das lohnt nie. Ja. Alles auspusten, ne? Das ist ja, denke ich, auch eine üble Drecksarbeit. Aber muss halt gemacht werden. Ne? Da werden früh die Maschinen fertig gemacht. Und aber so mit dem Dreschen geht es dann so 11, 12 los, je nach Wetterlage. Ja, ja, aber wie gesagt, die Arbeit davor ist ja auch zu tun. Ne? Dann hast du vielleicht noch die Viechze, weiß ich nicht, was du noch besorgen musst. Also ich denke mal, deine Aufgaben wirst du auf jeden Fall haben. Ja, es ist, definitiv, Landwirtschaft heißt nicht, ist gleich 8-Stunden-Tag. Das kannst du komplett vergessen. Und gerade in der anderen Zeit sowieso. Im Winter, ja gut, da ist es vielleicht doch was ruhiger. Das nutzen ja dann auch viele zum Studium, ne? Die Wintermonate. So, du meinst jetzt da nach der Ernte? Also Frühjahr, Sommer, Herbst wird gearbeitet und im Winter wird die Zeit genutzt zum Studieren. Weil du hast ja dann deine ganzen Überstunden, die du da abbummeln kannst. So, ach weißt du was, ich fahr gleich nochmal mit 3 km/h erstmal über den Berg hier drüber. Aber das sieht doch gut aus, das Silo. Den Rest, den kippen wir rein. Oh, wenn wir das Maisfeld runter haben, wird das Silo voll sein, denke ich. Oder du gehst her und tust noch 1-2 Anhänger in die Schweinedings da rein. Das könnten wir auch machen, ne? So, ja. 76%, so weit weg sind wir gar nicht, sag ich mal, von den 100. Nee, es geht dann ja fix. Ja, mit dem Radlader drüber. War eben ja auch. Ja, ein spannender Tag, sehr schön. Also war ein spannender Tag, waren für mich 200 Kilometer Fahrt, das war es mir aber wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war es mir wirklich wert, weil das schon immer mein großer Traum war, habe ich ja nun schon 100x Millionen Mal erzählt. Und deswegen, ich nutze jede Chance, die ich jetzt noch kriegen kann, wenn mir irgendjemand was anbietet, dass ich da mal hinfahre und vielleicht mal einen Tag verbringen kann. Ja. So wie du das Privileg hast, eben dir bei deinem Kumpel da die alten Eicher fahren zu dürfen, das ist ja auch was ganz wenigen Leuten nur noch widerfährt, so was Schönes. Aber es ist, wie gesagt, ne, es hat alles zu sein Für und sein Wider. Ich meine, du hast weicher gesessen, 100%. Aber wie gesagt, das sind einfach so Dinge, die, ich sag mal, die muss man einfach nur im Leben genießen. Ja. Richtig. Mir war es wegen dem Sitzen, war es mir auch nicht. Wie gesagt, in dem kleinen Fendt ist es jetzt nicht, auf dem Beifahrersitz nicht so viel Platz, aber man sitzt schon besser wie auf dem alten Eicher. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und du hast eben Klima drin, du hast Kühlfach drin, der Glas-Drescher, der hat 2 große Kühlfächer drin. Ja gut, das ist aber auch dein Arbeitsplatz. Ich würde das jetzt nicht als Luxus bezeichnen. Das ist, wenn du den Dreck und den Staub siehst, dann bist du froh, wenn du die Bude zumachen kannst, kalt hast und ja, was Kaltes zu trinken auch. Ja. Vor allen Dingen jetzt auch gerade bei den extremen Sommern, dass es schön temperiert ist, weil du musst ja schon als Drescherfahrer sehr, sehr konzentriert sein. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja dann bis in den Abend reingedroschen und wo dann auch mit Licht gearbeitet wurde, war zum Beispiel auch sehr spannend. Der Lexion, der hatte LED-Scheinwerfer, die ja so ein richtig schönes weißes Licht machen. Ne? Und in dem Weizenbestand waren doch immer wieder mal ein paar Ecken drin, wo es... Wo stehst denn du? Genau gegenüber von ganz dir. Hinten. Wo so Disteln... Ich weiß jetzt nicht, was das für Disteln waren, mit drin gestanden haben, die auch dann reif waren, also wo die Samen ausfielen. Wenn du die ins Schneidwerk reingekommen sind, dann sind diese ganz kleinen Partikelchen, sag ich mal, aufgewirbelt worden und das sah aus in dem LED-Licht wie
wenn du in den Schneetreiben kommst mit dem Auto, weißt du, wenn dir so im Scheinwerferkegel diese weißen Schneeflocken, aber eben viel, viel kleiner. Ja. Da hast du teilweise richtig wie vor einer weißen Wand gestanden. Ich sag, Mensch, man sieht's kaum hier. Wenn du diesen Distelflecken dann weg hattest, dann war das wieder besser. So ein Gedistel ist aber auch. Mm. Ja, nee, so richtig. Aber wie gesagt, man soll wirklich alles genießen und alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Also wie gesagt, ich kann das auch jedem nur empfehlen, der vielleicht so verrückt ist wie ich und sagt, okay, im wahren Leben machst du was anderes, aber deine große Liebe sind halt die Traktoren und das ist bei mir seit dem dritten, vierten Lebensjahr so. Und wenn einer die Möglichkeit hat, da mal irgendwo sowas miterleben zu dürfen, macht's einfach, Leute. Macht das, das kann ich nur sagen. Also hängt aber auch meistens davon, von dem Chef auch ab. Das hat ja auch mit versicherungstechnischen Gründen meistens was zu tun. Ne? Sicherlich, auf der Straße bin ich natürlich nicht gefahren, wobei ich hätte es gedurft. Ich habe einen Treckerführerschein. Ja, aber es ist ja dann doch, wenn du das so gesehen hast, die Dörfer sind doch recht schmale Straßen. Und dann sieht man ja auch erstmal das, was wir ja jahrelang als LKW-Fahrer auch immer gemerkt haben. Du kommst irgendwo um die Kurve, willst um die Ecke fahren und wo die Leute parken, ne? Bloß um sich ihren blöden Döner zu holen oder irgendwas. Und du stehst dann da und wie kommst du mit der Kiste da drum rum? Ja, stimmt schon. Ja, und das ist, auch wenn du zwei Drehschemel dran hast, die ja sehr, sehr gelenkig sind, aber trotzdem in diesen kleinen Dörfchen da, diese schmalen Straßen. Also ich habe da schon immer beobachtet, wie er da viel in die Spiegel und schön sachte rum. Du musst dir da schon genau überlegen, dass du nirgends hängen bleibst. Das ist ja das, wo sich mancher Pkw-Fahrer ja gar nicht so einen Kopf macht. Ne? Der auch, ja, das passt schon hier. Steht doch so halb auf dem Fußweg. Aber ja, dass da vielleicht eine Kurve ist oder was, wo das große Gerät dann drumherum muss. Ja, das kennen die nicht. Ja. Und was die dort bei Philipp da auf dem ganzen, nein, nicht auf dem Betrieb, sondern auf den Flächen haben, jede Menge Windräder. Ne? Windräder, du machst ja kein Bild. Und es kommen immer mehr dazu, weil es halt für die Grundbesitzer lukrativ ist, sich so ein Windrad dahinstellen zu lassen. Aber gut, da gibt es auch nur viele Gegner, ne, sag ich mal. Ne? Ja, aber es gibt eine gute Entschädigung dafür. So, und das ist das Geld, was du da bekommst, wirst du wahrscheinlich, egal was du anbaust auf dem Acker, nie erwirtschaften können. So, ja, 88, wir fahren mal noch in die Bahn rein, würde ich sagen. Ja, weil diese Windräder sind ja eigentlich auch schon ewig, sind die ja eigentlich schon, naja, stehen ja nicht so auf guten Fuße, sag ich mal. Nee, also die Grundfläche von dem Windrad selber ist jetzt nicht so üppig. Und du kriegst aber ja auch die ganze Zuwägung bezahlt, das was, wo die Kabel unterirdisch verlegt werden, das kriegst du alles erstattet. Sogar den Schattenwurf, was das Windrad an Schatten macht. Ne? So, ich bin gleich voll, 98, 99, stopp. Das ist schon klar, was ich aber jetzt meinte. Ich habe, glaube ich, mal ein Video gesehen, wo ja nicht so Gegner jetzt, also da war auch so ein kleines Dorf, wo... wie soll ich das erklären? Ein kleines Dorf, wo dann gesagt wurde, so, wir knallen jetzt hier ein paar Windräder hin. Das hatte wohl der Bürgermeister beschlossen. Und das Problem war ganz einfach, die haben so einen Terror gemacht, die Dinger, dass die also kaum pennen konnten nachts. Ne? Die machen Geräusche, diese Flügel da. Also das, deswegen, ich bin ja bekennender Hochgegner von den Dingern, ich mag sie gar nicht. Die machen richtig Alarm. Ja, weil das stelle ich mir vor, da willst du nachts schlafen oder was, dann hast du dieses Gesumme oder dieses Geheule da ewig um die Ohren. Und da kann man die Leute auch irgendwie verstehen. Ne? Das ist,
ob es jetzt so gut ist oder nicht oder was bringt oder nichts bringt. Zweifellos, zweifellos. Ja, wenn du da so Richtung Nord- oder Ostsee fährst, wenn du überlegst, was da, wie viele Dinger da manchmal rumstehen, siehst, also ist schon. Boah. Oder wie du aussagst, diese ganzen Windparks da. Ich meine, die sind jetzt nicht in der Ortschaft drin, aber trotz alledem, ne? Das ist schon heftig. Die Dinger sind ja auch nicht günstig. Nee. Also wie gesagt, dort. Ich müsste jetzt lügen, was der Philipp mir erzählt hat, aber ich glaube, er hatte mal gesagt, er hat gezählt und irgendwo bei Bahn 70 hat er dann aufgehört zu zählen. Also waren es noch nicht mal alle. Ja gut. Ne? Ja, ich meine, und das ist ja das, jeder, wenn er, die Flächen sind ja dort ja doch meist recht eckig, sage ich jetzt mal. Ne? Das sieht man ja auch, wenn man bei Google Maps mal reinschaut, so was in der Börde da ist. Größtenteils eckig, nicht alle. Ja, und dann macht sich natürlich GPS bezahlt, aber wenn du dann jedes Mal um die ganzen Windräder rumeiern musst. Es gibt für alles ein Für und ein Wider. Ja, also perfekt gibt es eh nicht und es wird immer irgendwas Negatives, was Positives geben. Positiv gibt halt Strom, negativ ist eben halt die andere Geschichte. Das Ja, oder bei mir hier in der Gegend ist es das andere Extrem, sage ich jetzt mal. Da wo ich wohne, wir haben ja ein Kraftwerk, ein Heizkraftwerk, was natürlich auch Strom produziert. Und diese ganzen Hochspannungsmasten vom Umspannwerk, die Felder, die da im Umkreis sind, da stehen auch. So wie dort eben Windräder stehen, bei uns da Strommasten rum. Ist auch nicht anders. Muss da auch alles freischneiden rundherum. Ja, es ist schwierig zu sagen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Ne? Das ist, weil wir haben da eh die Ahnung nicht von, sag ich mal. Ne? Also nee. Ich hatte sie bis dato auch nicht. Wie gesagt, das, was ich jetzt alles erzählt habe oder größtenteils erzählt habe, das habe ich alles auch an dem Tag erfahren. Deswegen, es war ein sehr, sehr wunderschöner Tag, aber auch ein sehr, sehr informativer Tag für mich. Weil ich viele Dinge eben jetzt dazugelernt habe, was ich nicht wusste. Soll jetzt auch nicht heißen, dass wir das jetzt alles im Spiel umsetzen müssen und so. Aber es war halt für mich sehr, sehr informativ. Richtig. Und Spaß hat es natürlich auch mega gemacht. Das ja, ist das. Im Vordergrund, sag ich mal, ne? Und eben auch alles so. Ja? So, ich sag mal, Windräder haben wir hier ja auch. Aber jetzt nicht so hier, weiß ich, keine Ahnung, 100.000 Stück oder so. Aber es ist schon. Mach dir mal bei Gelegenheit, wenn du mal Zeit und Lust hast, machst du dir mal Google Maps auf, ne? Und schaust mal gerade so, was jetzt die Gegend, wo ich war, rund um Magdeburg, sag ich jetzt mal, Magdeburger Börde, die Felder an und gehst mit der Kamera ein bisschen näher ran. So weit nah ran musst du. Du siehst überall die Punkte bei Maps, was Windräder sind. Das ist irre, wie viel da manchmal auf einem Acker steht. Jetzt müsste man vielleicht noch wissen, was bringt ein Windrad, ne? Naja, wie gesagt, was er mir gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich die Zahl sagen kann. Darf? Naja. Nein, nicht Geld ich jetzt, sondern vom Strom her oder was? Das kann ich dir nicht sagen, wie viel das jetzt bringt. Nee, das weiß ich nicht. Weil du siehst ja schon mal viele, die, also wenn ich so zum Beispiel, ich habe schon mal viel Urlaub auf Fehmarn gemacht zum Beispiel. Da siehst du auch sehr, sehr viele von den Dingern, aber nur jede dritte, sag mal, läuft ja gerade. Ne? Das hört sich immer alle an. Wobei, dort oben hast du ja an der Küste mehr Wind, aber gerade bei mir in Sachsen gibt auch viele Tage, wo die Dinger einfach stillstehen, weil kein Lüftchen geht. Also da müsste man dann irgendeinen Durchschnittswert nehmen, was die an Strom produzieren. Also keine Ahnung. Ich denke, das ist hier wieder so fachsimpeln auf hohem Niveau. Wer keine Ahnung. Ja, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber es muss ja definitiv irgendwas bringen, das würden sie nicht machen. Ja. Wie gesagt, für die Grundbesitzer, die Land haben,
bringt es finanziell schon was. Und deswegen sagen da auch einige, nö, stellt mir lieber drei so eine Dinger hin, verdiene ich ganz gutes Geld damit, übers Jahr gesehen. So, und so ein Vertrag, der läuft ja dann auch, ich glaube, 20 Jahre oder so. Und da hast du 20 Jahre eigentlich ein festes Einkommen, wenn du es mal so siehst. Du bist zu schnell, du bist zu schnell. Ja, 7. Nee, ich war auch 7, aber du bist mir jetzt davongezogen hier. Ich hatte mal, aber das ist aber schon ewig lange her, weiß ich gar nicht. Da hatte ich mal ein Video gesehen auf YouTube von einem Landwirt, der sich selber so ein Ding gekauft hat. Ich glaube, das waren damals 1,5 Millionen D-Mark. Das war noch zu D-Marks Zeit. 1,5 Millionen D-Mark hat das Ding gekostet. Und voll, stopp. Ich wollte dich jetzt bloß nicht, wollte dir nicht reinquatschen. Ja, lauter Quatscherei. Und wie gesagt, der hat das selber finanziert, das Ding. Das heißt also Wartung, das Vertrag war mit drin, glaube ich, kann ich mich daran erinnern mit irgendwas. Der hat das ganze Dorf quasi mit Strom versorgt und hatte noch plus über, was er noch zusätzlich verkaufen konnte. Hm. Aber ich krieg das nicht mehr zusammen. Wie gesagt, das war noch D-Mark, das ist schon etwas her, ne? Ein paar Tage. Weil ich weiß, der hatte sich damals da extra bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Da haben die dem Dorf auch alle für verrückt erklärt. Nachher waren sie alle froh drüber. Der hat sich zum Ding selber da oben hochgepflastert, sag ich mal, ne? Oder pflastern lassen. Naja. Ich meine, das wären damals 1,5 Millionen D-Mark irgendwie sowas gewesen, denke ich doch. Ist gut möglich. Also wie gesagt, das sind Zahlen, da kann ich auch absolut nicht mitreden. Da habe ich keinen blassen Schimmer davon. Irgendwo muss ich es ja rechnen, sonst wird es ja niemand machen. Ne? Ja. Weiß ja jetzt nicht, was da irgendwo auch noch Fördergelder vom Staat mit drin hängen und, und. Ja, wenn sie gefördert werden, das ist auch so ein Ding. Wie gesagt, das sind auch so Dinge, da kann ich auch nicht sagen, ja oder nein, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass sie mir persönlich nicht gefallen, optisch. Und auch die Geräuschkulisse nervt. Ja. Das ist schwierig, aber das wird in allen Dingen so sein. Ne? Es wird immer irgendwo Gegner geben, es wird immer irgendwelche geben, die sich wieder Neues überlegen. Naja, ich denke ganz einfach vom Wirkungsgrad her, weiß ich nicht, wie weit vorne die da liegen. Ich glaube, nicht so weit vorn. Weiß es nicht. Ein Gezeitenkraftwerk ist doch da besser berechenbar, weil die Gezeiten sind ja immer fest, ne? Solange wie Wasser an der Nordsee ist. Oder der Rest hier. So, genau, der Rest. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange an dem Feld hier dranhängen. Gut, sind ja entspannt gefahren, ne? Ja, ist richtig. Ja. So. Und deswegen würde ich aber auch sagen, wir machen jetzt Schluss hier. Wir sind sehr lange unterwegs. Jetzt, was jetzt? Ja, das echt? Jetzt. Das jetzt, ja. Ja, ja. Ich habe ja doch eine andere Uhr im Blick. Nicht die abgehängte. Der feine Herr, der hat noch eine Uhr. Ja, freilich habe ich noch mehr Uhren. Ne? Und die guckt mich genauso an von meinem Monitor. Okay. Wir sind gut über eine Stunde. Aber na gut, gab ja heute auch viel zu erzählen. Zwar viel von meiner Seite. Ich hoffe, dass es die Leute interessiert hat, dass sie es spannend fanden. Warum nicht? Na, also, ich sag mal so, wer LS spielt und LS anguckt, den könnte vielleicht sowas auch interessieren, weil ich ja auch viele Dinge aus dem Blickwinkel des Laien gesehen habe. Ne? Richtig. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf den nächsten Einsatz beim Micha dann. Der hat auch schon alles geklärt, wie er mir geschrieben hat. Da gibt es die nächste Session. Ja, ich könnte dann dein Manager machen, ich tue dich dann vermitteln. Genau, also als es wurde mir auch schon gesagt, ich könnte doch die Pausenschicht übernehmen hier, wenn die mal eine Pause machen. Ja, naja, gut, aber jetzt machen wir mal Schluss mit meinen Erzählungen hier. Ich habe mich ja ganz schön in Rage geredet, das habe ich schon gemerkt, meine Stimme ist auch ganz schön angeknackst jetzt. Jetzt kann der LS-Forscher kommen. Jetzt kann er kommen. Ich habe was zu trinken neben mir und jetzt sind wir gleich durch. Also Leute,
Wir beide bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Was sagt ihr zu den neuen Schleppern? Was sagt ihr zu dem Anhänger hier? Würde uns mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten, ich sage einfach nur, heute Abend 20 Uhr nicht vergessen, Livestream. Und ansonsten ein schönes Wochenende und den Rest darf der Holger erzählen. Also, macht's gut. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, heute Abend nicht vergessen einzuschalten. Würden wir uns tierisch drüber freuen. Schaut einfach rein. Wir werden nichts sagen. Ich wollte mich gerade schon wieder verplappern. Ganz gefährliche Kiste. Vorsichtig sein. Genau. Lasst ein Like da, kommentiert fein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder oder heute Abend, je nachdem, wie ihr Lust habt. Macht's gut. Ciao, ciao.